Also gerade echt viel Story-Input bzw. Vergangenheits-Input, den wir hier bekommen. Jo, das auf jeden Fall. Kann ich aber nur unterstützen, die Aussage. Ich wollte gerade sagen, Dr. Henk hat überhaupt gar keine Ahnung. Hat überhaupt ein richtiger Doktor? Das ist schon wieder das, was ich auch in den letzten Aufnahmen meinte. Das ist echt ein ernsthaftes Game unter der Haube. Unter dieser mehr oder weniger süßen Optik ist echt viel Aussage. Finde ich ganz nice, muss ich sagen. Also finde ich richtig nice. Ich habe nicht erwartet, so ein gutes Game und vor allem auch so eine, wie sagt man, so eine Tiefe in dem Game habe ich einfach nicht erwartet. Nice. Was ist denn hier los? Wieso sind wir denn jetzt hier? Oh Leute. Oh nee. Warum sieht der auch so creepy aus? Holy shit! Greg! Der alte Robin Hood! Disassemble ist so eine geile Wortwahl. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich in diesen Dialogen auswählen soll. Mir gefällt die Logik von ihr. So, okay, Leute, das wird hingenommen, ja? Wenn sich eure Freunde um euch kümmern, dann freut ihr euch gefälligst, also zumindest temporär, über diesen Teil. Das ist die Art von Optimismus, die ich sehen will. Oder klingt nach so einer ganz drastischen Entscheidung. Wenn ich die mitnehme. Ach nee, kann ich ja gar nicht.
Anyway. Oh. Wir haben so gute Freunde. Er ist richtig kaputt, den Typen. Ja, irgendwie schon. Ich muss wissen, was da jetzt ist. Ich glaube nicht, dass das nur einer ist. So, wir sind jetzt in der Mine. Wo, sie nennen es eine Mine. Entschuldigung. Wo die Bergarbeiter vor vielen, vielen Jahren gestorben sind. Oder einige davon. Oh, ich sehe schon den Hebel. Ich sehe ihn schon. Klick. Nicht. Okay. Ich bin richtig invested. Das ist ja nicht schlecht, wenn eine Ahnung hat. Beziehungsweise eine. Es ist wie die Rückseite von den ganzen von irgendwelchen Shampoos auf der Toilette lesen. Oder was man so alles im Badezimmer findet. Wenn man. Das war vor Handys. Humor gefällt mir sehr gut. Oh, das sieht mir doch nach einem Sternenhimmel da im Hintergrund aus. Und jeder mal seinen Beitrag leisten. Kirche? Oh, das da hinten in der Mitte, das sieht doch ein bisschen aus wie ein Pentagramm, oder? Das bilde ich mir doch nicht ein. Düster. Wird richtig düster. Wenn man einfach nur Bärs Zigarette sieht.
Das war so klar. Mann, wer ist denn er? Ich brauche jetzt sofort Antworten. Nee, wissen wir nicht. Hier, da wurde ich geboren in dem Jahr. Ja, ich denke, das ist die Frage, die wir endlich mal beantwortet haben wollen. Warte, Ziege? Oh, darum die Musik. Nee, ich weiß hier gar nichts. Antworten? Was denn für Antworten? Okay, wir reden also einfach von Menschenopfern. Schön. Wenigstens haben sie Regeln. Oh nein. Der Obdachlose, wie heißt der? Wallace? Oh, den
Oh, darum ist der auch nicht mehr da. Die haben den ins Loch geworfen. Stimmt, und, Cassie ist ja auch noch vermisst. Oh, jetzt weiß ich nicht, was ich fragen will. Okay, eigentlich will ich das Hauptmenü wissen. Junge! 3 Dutzend! Nur 30. Okay. Benutzt das Wort halt nicht, das ändert ja nichts an den Umständen. Drück dir gleich ab. Oh, der hat ein Gewehr, sehe ich jetzt erst. Richtiger Mexican Standoff hier. Controller hier festmachen. Ach so, jetzt sollen wir den Job übernehmen. Ich finde schon, dass das nicht ganz uninteressant ist. Was ist der denn so mit den Jobs? Meine Güte. Ja, Junge, also bitte. Oh, oh. Wir kommen jetzt echt noch mal raus? Was gibt's denn hier noch für Twists?
Also, ich glaube nicht, dass wir hier wirklich noch rauskommen. So ein leises. Oh oh. Gruselstimmung. Alter! Was ist los? X! Ich X'e dich in die Hölle! Bin fort mit dir! Oh oh. Da war eine fiese Nummer. Dean! Das war bestimmt der Bastard. Der mit der Armbrust erwischt wurde. Dumme Sau. Oh, ist immer gut, wenn man wahnsinnig lacht. Ja, das ist fantastisch. Junge, Junge, Junge. Ah. Danke, Jungs. Ach, wenn ich mal das hätte. Wasser. Ich halte das für keine gute Idee, nach dem, was wir eben gehört haben. Mal abgesehen davon, wie viel man davon glauben kann. Das halte ich für eine schlechte Idee. Oh, Leute. Leute, kommt ihr auch? Oder bleibt ihr einfach da oben stehen? Einer? Nein? Ja, na gut. Dann gehe ich jetzt halt in einer dunklen Höhle. In ein dunkles Gewässer. Das immer tiefer wird. Großartig. Ich will nie sterben.
Das ist eine mir völlig unbekannte Sprache. Ey, kommt aber auch immer noch was anderes. Oh, Leute, nicht aufteilen. Ich bin ein bisschen... Versucht nochmal ins Wasser zurückzugehen. Muss ich seinen Ängsten stellen. Okay. Das scheint nichts zu sein. Jetzt bis ganz nach hinten an den Anfang vom Wasser wollte ich auch nicht nochmal gehen. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen fitter unterwegs. Er liest einfach alles. Warum sollte Angus das nicht können? Nur weil er ein großer Bär ist. Ja. Was? Ich wollte gerade sagen. Okay. Hüpf. Hüpf. Das wäre ein Klacks, wenn wir das nicht hinkriegen. Das wäre gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Es ist ein Klacks. Jetzt sehen wir den Schurken mal, wie das hier auszusehen hat. Mal weiter rauf. Ich wette, wir kommen in diesen Old Barn, Party Barn. Okay, kommen wir nicht. Ich nehme das zurück. Der Gesichtsausdruck. Und dann hat es wieder so einen großartigen Humor. Ey, der Typ, ne? Doch was nicht. Ich vertraue dem nicht. Auf gar keinen Fall. Warum hat er Dynamit?